Sportminister Heinz-Christian Strache die Vision, den Auftrag, den Prozess der Sportstrategie Austria präsentiert. Diese Strategie ist kein gebundenes Buch, sondern ein Prozess. 2560 Stunden haben 15 Expertinnen und 27 Experten ehrenamtlich mitgearbeitet. Ihre Erfahrungen flossen ebenso in die strategischen Maßnahmen ein wie die Analysen der laufenden Förderprojekte und die Informationen aus Gesprächen mit Verbandspräsidenten, Vorstandsmitgliedern in Sportgremien und aktiven und ehemaligen Sportlerinnen und Sportlern. In der nächsten Stunde erfahren Sie, welche Maßnahmen das Sportministerium 2019 einleitet und umsetzt, damit die ersten Etappen auf dem Weg zu den im Regierungsprogramm vereinbarten Zielen erreicht werden. Über die Maßnahmen 2019 informieren Sie heute Sportminister Heinz-Christian Strache, der stellvertretende Kabinettschef und Leiter der Sektion Sport Philipp Trattner, der Leiter der Abteilung Breitensport, Schulsport, Gesundheitssport Christian Günther, die neue Vorstandsvorsitzende des IMSB Christina Todt, der neue Aufsichtsratsvorsitzende der Bundessport GmbH Werner Kuhn und der Bundeskoordinator für Bewegung Gernot Schweizer. Herr Sportminister, die Präsentation der Sportstrategie im Dezember war nicht der Schlusspunkt, sondern eigentlich der Startschuss für strategische Maßnahmen für den Sport in Österreich. Die Liste mit den Aufgaben ist sehr umfassend. Sektionschef Philipp Trattner und Christian Günther werden die wichtigsten Maßnahmen heute dann ganz im Detail noch vorstellen. Aber was sind aus Ihrer Sicht die größten Probleme, die es zu lösen gilt? Ja, vorweg vielleicht auch ein herzliches Grüß Gott und danke für Ihr Kommen zur heutigen Pressekonferenz. Ja, es liegt also ein arbeitsintensiver Weg vor uns, der, ich sage, auch übernommen wurde, denn wir haben viele ungelöste Aufgaben und Herausforderungen übernommen, wo man schon festhalten muss, dass der Sport irgendwo in der Vergangenheit offensichtlich so ja, als ein Stiefkind zum Teil behandelt worden ist. Und da hat man viele Probleme, die zu lösen waren, eigentlich auf die lange Bank geschoben. Und das heiße Kartoffel den Sportministern, wenn man so will, weitergereicht. Und wir haben viel zum Aufarbeiten gehabt, haben im letzten Jahr mit der Aufarbeitung begonnen. Was konkret? Das beginnt bei der Kontrolle der ordnungsgemäßen Abrechnung der Fördermittel. Da muss man erwähnen, dass die letzten 10 Jahre es einen Rückstau gegeben hat von nicht aufgearbeiteten Förderabrechnungen. Das haben wir in dem letzten Jahr aufgearbeitet. Das heißt, die letzten 10 Jahre wurden in dem letzten Jahr von uns und in meiner Verantwortung auch aufgearbeitet. Und das sind also Fördermittel in Höhe von 2,7 Millionen Euro, wo Förderrückzahlungen fällig gestellt worden sind von unserer Seite. Und ich sage, da geht es auch darum, konsequent zu sein und das für den Sport auch zurückzufordern, wenn es keine korrekten Abrechnungen gibt. Bis Dezember 2018 sind 689.491 Euro eingelangt. Im ersten Quartal 2019 bereits 346.000. Und das zeigt, dass unser Kurs hier der richtige ist. Denn wenn es um Verwendung von Fördermitteln geht, dann müssen diese streng geprüft werden. Und da muss man bei offenen Forderungen auch hartnäckig sein, diese einzufordern. Und ich sage, das wollen wir auch sicherstellen, denn die Bundessportfördermittel müssen beim Sportler ankommen. Das kann nicht sein, dass in einer Verbandsstruktur mit öffentlichen Geldern nicht korrekt und nicht ordnungsgemäß umgegangen wird. Und da haben wir eine strenge Kontrolle der Fördermittelverwendung. Und mit dieser strengen Kontrolle sind wir draufgekommen, dass der Handlungsbedarf besteht. Aber wie gesagt, das haben wir aufgearbeitet. Es hat mich ehrlich auch überrascht, dass im Institut für medizinische und sportwissenschaftliche Beratung im IMSB Fördergelder nicht entsprechend der vereinbarten Förderrichtlinien verwendet worden sind. Und das Institut ist zu einem Art Sanierungsfall auch geworden. Und der Endbericht der Prüfungskommission wird demnächst fertiggestellt werden und auch dann veröffentlicht. Und da wird sich zeigen, wie hoch der Schaden da ist, der entstanden ist und welche weiteren Schritte auch die Finanzprokuratur für das Sportministerium empfiehlt. Und da möchte ich schon auch festhalten, mir war es besonders wichtig, dass aber wir auch in der Verantwortung natürlich sicherstellen, dass das IMSB, nämlich als eine Serviceleistung für die Sportler, auch aufrechterhalten bleibt. Und genau das haben wir im vollen Umfang auch sicherzustellen gehabt. Das haben wir geschafft. Und mittlerweile hat die Generalversammlung des Vereins einen neuen Dreiervorstand mit der Frau Christina Todt, die mit der Sanierung auch betraut worden ist. Und da möchte ich mich auch herzlich bedanken. Und wenn es um die Liste der in der Vergangenheit aufgeschobenen Aufgaben geht, die mein Ressort nun
ja, abarbeitet, dann ist die lang. Wir haben ein Berufssportgesetz, das wir in Angriff genommen haben. Da braucht es eine klare Kompetenzaufteilung, die fehlt. Wir haben in der, im Förderwesen, wie gesagt, die Bürokratie zu überwinden und abzubauen und die Kontrolle eben auch entsprechend sicherzustellen. Es ist dringend notwendig, den Unterbau des Leistungssports sicherzustellen. Wir haben die Laufzeit der Nachwuchsleistungssportschulmodelle auch, die mit 2025 endet, da haben wir also das Schulmodell auch darüber hinaus zu implementieren. Da muss gehandelt werden, da sind wir mit dem Bildungsministerium auch bereits intensiv in Gesprächen. Und ja, wenn es um die fehlende Begeisterung und Motivation für Sport und Bewegung bei Kindern geht, da haben wir Handlungsbedarf, denn 50% der Erwachsenen, ja, haben in Wahrheit keinerlei Interesse an Sport. Das beginnt im Kindesalter. Wir haben dort Defizite im Schulsystem, wo wir ansetzen, wo wir die tägliche Sporteinheit und die Bewegungseinheit ausbauen wollen, nämlich insgesamt mit dem Anspruch, nicht nur in der öffentlichen Volksschule, sondern natürlich darüber hinaus im Pflichtschulsystem. Das wird ein längerer Prozess, aber mit dem Anspruch, jetzt einmal auch im öffentlichen Volksschulbereich auch wirklich eine 100% Abdeckung sicherzustellen und dann im Pflichtschulbereich in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium in Wahrheit ein größeres Projekt auch nachhaltig aufzusetzen, das natürlich mit Kosten verbunden ist. Und hier braucht es Maßnahmen insgesamt, um für Bewegung zu motivieren. Da ist ja unsere Initiative Mach den ersten Schritt, gerade auch im Endstadium, und wird demnächst auch, ich sage, entsprechend beworben werden und auch in Fahrt gehen. Und bisher hat der Sport in Österreich eine langfristige und nachhaltige Sportentwicklungs- und auch Förderstrategie vermisst, und das hat zur Folge, dass Aufgaben wie ein einheitliches Aus- und Fortbildungssystem ebenso auf die lange Bank geschoben wurden wie die generelle Verbesserung der Ausbildung für Personen, die im Sport tätig sind. Und in Österreich gibt es keine Bewerbungs- und Förderstrategie für Großsportveranstaltungen und keinen österreichweiten Sportanlagen- und Trainingsstättenplan. Und das wird sich eben ändern. Das haben wir auch in der Sportstrategie Austria entsprechend aufgezeigt. Und jetzt geht es um die konkreten Umsetzungsschritte. Und da braucht natürlich der Sport insgesamt mehr Geld. Und dessen sind wir uns bewusst. Dazu werden die Gesetze entworfen. Und um die Sporteinnahmen auch, ja, ich sage, erhöht zu gestalten, da sind wir natürlich massiv dahinter, auch gerade mit den Verhandlungen, was das nächste Budget und die nächste Steuerreform betrifft. Wir wollen im Online-Wettspielbereich sicherstellen, dass es hier in Zukunft mehr Einnahmen für den Sport geben wird, die wir generieren können. Die Senkung der Mehrwertsteuer für Leistungen in den Sportvereinen ist ein klarer Anspruch, den wir nächstes Jahr in Umsetzung bringen wollen. Und auch die Absetzbarkeit von Spenden an Sportvereine wollen wir garantieren. Und das alles gilt es jetzt auch einzutakten, zu beschließen, damit es nächstes Jahr auch 2020 in Kraft gesetzt werden kann. Und für diese Gesetze stehen wir eben unter enormem Zeitdruck, denn, wie gesagt, die Steuerreform 2020, dort muss das auch dann beinhaltet sein. Und der Sport hat natürlich gesellschaftspolitische Herausforderungen auch zu meistern. Wir sind ja in der jüngsten Vergangenheit auch in den Fokus gerückt, wenn es um mangelnde Gleichstellung im Sport, aber auch Integration und Inklusion geht. Das sind Herausforderungen für die Gesellschaft und daher natürlich auch für die Sportstrukturen. Und genau dieser Herausforderungen nehmen wir uns an und werden auch bei der nächsten Sporthilfe-Sitzung entsprechende Optimierungen und Adaptierungen auch setzen, weil es nicht sein kann, dass es Ungleichstellungen gibt und da oder dort vielleicht der ein oder andere Fehler passiert ist. Missbrauch, Gewalt und organisierte Kriminalität und Doping haben den Sport leider Gottes auch nicht verschont, weil Menschen Regeln und Gesetze brechen, aber nicht, weil der Sport Nährboden für dieses Fehlverhalten ist. Auch das möchte ich einmal deutlich festhalten. Und der erste Schritt, nämlich Fehlverhalten aufzuzeigen und eng mit der Justiz zusammenzuarbeiten, ist getan. Das zeigt auch die jüngste Vergangenheit. Und dankenswerterweise haben wir eben eine nationale Anti-Doping-Agentur, die auch in dem Bereich, wenn es um Missstände geht, seit über einem Dreivierteljahr mit den Polizeibehörden intensiv zusammengearbeitet hat. Und gerade deswegen konnte auch der Dopingmissbrauch unter anderem aufgedeckt werden. Und die Strategiegruppe Gender Equality im Sport hat 4 Arbeitsgruppen zur Ausarbeitung von Maßnahmen eingesetzt, die vom Verein 100% Sport, nämlich dem Kompetenzzentrum für Chancengerechtigkeit im österreichischen Sport, koordiniert werden. Und die gesellschaftspolitischen Herausforderungen im Sportumfeld zu meistern sind natürlich komplex. Es braucht Kooperation, aber auch Geduld.
weil der Sport natürlich seine gesellschaftspolitischen Aufgaben auch nur in Etappen meistern wird können. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, Probleme zu lösen und nicht wie bisher aufzuschieben. Und es gibt Bereiche, die können natürlich noch in dieser Legislaturperiode deutlich verbessert werden. Andere werden über einen längeren Zeitraum auch bearbeitet und umgesetzt werden müssen. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber wir brauchen letztlich, und wir haben den Anspruch, eine moderne Sportnation wieder werden zu wollen und im internationalen Wettbewerb auch erfolgreich zu sein. Und da ist natürlich der Begriff Sportnation 4.0. Das steht natürlich für eine digitale Welt auch im Sport, wo wir natürlich eine Herausforderung haben. Und mit der Sportstrategie Austria ist ein Prozess eingeleitet werden und nun geht es darum, diese Maßnahmen, die ja für jeden auch, ich sage im Rahmen der Präsentation ja auch sichtbar und öffentlich gemacht worden sind, wo wir jetzt Punkt für Punkt in die Abarbeitung auch gehen. Und diese Maßnahmen setzen bei Kindern an und führen über den Breitensport natürlich zum Leistungs- und Spitzensport. Und wir investieren in die Forschung und Analyse und setzen auf Großsportveranstaltungen im eigenen Land. Und ja, wir stellen uns auch den gesellschaftspolitischen Herausforderungen und diese Aufgaben meistern wir. Und da freue ich mich darauf, dass da auch viele Experten dazu beitragen. Denn eins habe ich schon mitbekommen in der letzten Phase, es sind irrsinnig viele Persönlichkeiten im Sport unterwegs, die eine große Unterstützung uns auch zukommen lassen und die sagen, endlich gibt es da Bewegung in eine richtige Richtung und das war höchste Zeit. Vielen Dank, Herr Sportminister. Umgesetzt werden die Maßnahmen und Strategien in der Sportsektion. Philipp Trattner mit den Mitarbeiterinnen und den Mitarbeitern in der Sektion, aber natürlich auch mit Vertretern der Sportstruktur. Es braucht sozusagen die Sportfamilie auch, um viele Punkte weiterzubekommen. Welche Meilensteine werden 2019 eingeleitet und umgesetzt? Erst einmal schönen guten Morgen. Danke fürs Kommen. Ich habe die Sektion jetzt übernommen mit 1. März und wir haben schon im Laufe des letzten Jahres begonnen, die Sportsektion wieder auf gesunde Beine zu stellen, denn sie ist doch in den letzten Jahren etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Es war dann auch wichtig, die Sportsektion so zu strukturieren, dass sie für die Verbände und für die Fördernehmer auch erkennbare Ansprechpartner zu Gesicht bekommen. Das haben wir auch den Verbänden am letzten Mittwoch im Rahmen des BSO-Showfixes vorgestellt. Es geht darum, dass die Förderabwicklung in Zukunft genauer strukturiert werden muss, die Verbände genau wissen, wer sind meine Ansprechpartner und wie kann ich einen Förderantrag stellen. Das war in den letzten Jahren doch eher etwas irreführend. Ganz klar ist auch, dass wir festhalten mussten, dass wir zwar ein neues Sportfördergesetz bekommen haben, in Kraft treten mit 01.01.2018, aber es wurden die gesetzlichen Überleitungsbestimmungen nicht fertig gearbeitet und das hat uns vor allem im ersten Halbjahr 2018 sehr viel Arbeit beschert, weil wir erst einmal die gesetzliche Grundlage festlegen müssen, dass wir ein Steuergeld aus dem Fiskus überhaupt in eine GmbH überleiten dürften, damit der Paragraph 5 des Sportfördergesetzes überhaupt erfüllt werden kann. Das heißt, hier wurde das Gesetz zwar logistisch geschrieben, aber die für notwendigen logistischen Überleitungsbestimmungen wurden dem nicht angepasst. Wir haben natürlich in der Sektion die Bereiche, die in der Sportstrategie präsentiert wurden, in verschiedene Gruppen eingeteilt. Ein Bereich ist der Rahmenbedingungen im Sport, wo eben, wie der Minister angedeutet hat oder auch schon festgestellt hat, das Berufssportgesetz gerade in der Bearbeitung ist. Das Berufssportgesetz hat bereits 2004 einen Anlauf gegeben. Dieser Anlauf ist damals gescheitert. Wir haben uns jetzt zusammengesetzt, sowohl mit der Vereinigung als der Union, dass auch die Gewerkschaft da drinnen vertreten ist, denn wir wollen es auf einer breiten Gesprächsbasis ausüben. Es ist auch ein Dachverbandsvertreter drinnen und dort stellen wir zurzeit die Richtlinien fest, was das Berufssportgesetz umfassen sollte. Es geht um die Arbeitszeitgesetze, es geht um einen Sozialversicherungsbeitrag, es geht aber auch um die Vorsorge für die Sportler nach Beendigung ihrer Karriere. Und hier umfasst es vor allem mal die Trainer, die Spieler, die Sportwissenschaftler, die Physiotherapeuten, also alle, die in diesem Sportkomplex umfasst sind. Wir sind im Zeitplan, das heißt, das Gesetz kann im Herbst diesen Jahres in die Begutachtung gehen und schlussendlich in die Beschlussfassung im Nationalrat im Dezember. Wir haben weiters gehört, wir sind jetzt bei der Steuerreform, Spendenabsetzbarkeit für gemeinnützige Vereine, das heißt eine Erweiterung des Paragraphen 4 des Einkommensteuergesetzes, weil es uns wichtig ist, dass der Sport einfach gleichgestellt werden soll, auch mit der Kultur und dass es hier eine Gleichbehandlung gibt. Und die Mehrwertsteuer, die Senkung der Mehrwertsteuer auf die Nutzung von Sportinfrastruktur für gemeinnützige Vereine soll einfach wie im europäischen Schnitt angepasst werden. In Österreich ist es möglich, Steuersätze, Einheitssteuersätze haben wir zwischen 10
erwähnt, 13 oder 20%. Das heißt, hier werden wir uns mit dem Finanzministerium, wo wir bereits in Verhandlungen sind, dann einigen, welches Modell wir wählen würden. Im Bereich Leistungssport der Clustergruppe 1 haben wir bereits das Verbundsystem, darüber wird dann die Kollegin Dott genauer ausführen, geschlossen mit den Olympiazentren und den neuen Nachwuchskompetenzzentren. Man muss wissen, dass bei den neuen Nachwuchskompetenzzentren alle Nachwuchskompetenzzentren Schulversuche sind. Und diese Schulversuche enden mit dem Jahr 2025. Das heißt, 2025 schult der letzte Schüler aus dem Schulversuch aus. Das heißt, beginnend mit dem Schuljahr 2021 muss bereits dieser Schulversuch in ein Regelschulwerk überführt werden. Und hier sind wir gerade in den Abstimmungen und Verhandlungen mit dem Unterrichtsministerium, da es ja vor allem diese Materie betrifft. Weiters haben wir uns die kompletten Spezialmodelle, sprich Stams, Bad Hofgastein, Schladming, Saalfelden, angeschaut und führen dort mit den Betreibern bereits die Gespräche, wie wir es schaffen können, in den nächsten Jahren diese Spezialmodelle zu optimieren, damit möglichst viele Kinder eine optimale Betreuung bekommen. Ein wichtiger Punkt bei uns ist natürlich das ÖLSZ in der Südstadt. Die Südstadt war immer das Leistungssportzentrum Österreichs, in einem breiten Komplex, im BSFZ eingebettet, in IMSB eingebettet. Und hier gilt es für uns einfach, die neuen Strukturen so zu schaffen, dass der Sport wirklich davon wieder profitieren kann und der Sport wieder dort unten im Mittelpunkt steht. Hier gibt es aber sehr gute Verhandlungen. Das Sportjahr 2019 stellt uns auch in den anderen Bereichen vor Herausforderungen. Es gab natürlich schon Fördervereinbarungen vor unserer Zeit. Es gibt neue Fördervereinbarungen zu schließen. Dem werden wir, glaube ich, gerecht, indem wir versuchen, Sportveranstaltungen in einer breiten Streuung zu unterstützen. Das geht sicher heuer von der Ruder-WM 2019 in Linz-Ottensheim hin bis zur Eiskunstlauf-Europameisterschaft in Graz im Jahr 2020, aber auch kleinere Veranstaltungen, wie wir jetzt zum Beispiel die Skibob-WM in Nassfeld unterstützt haben oder auch zum Beispiel die nordische WM in, das ist keine kleinere, sondern größere, nordische WM in Seefeld. Aber auch uns ist wichtig, traditionelle Sportveranstaltungen wie der Vienna City Marathon, das Erste Bank Open in Wien so zu unterstützen, dass sie hier fortgesetzt werden können. In der ganzen Vielfalt des Leistungssports ist es so, dass die athletenspezifische Förderung, der Kollege Kuhn wird es dann genauer definieren, auf den olympischen Sport ausgeübt oder ausgerichtet ist. Wir haben aber eine Möglichkeit geschaffen, in der Sektion auch die athletenspezifische Förderung für die nicht-olympischen Sportarten zu stärken. In den letzten Jahren haben die athletenspezifischen Förderungen aus den nicht-olympischen Sportarten ungefähr eine Zuwendung von 150.000 Euro bekommen. Im heurigen Jahr, wo sie in der Sektion mit einer eigenen Kommission gesteuert wird, bekommen sie fast 350.000. Das heißt, dass gerade Sportarten, wo Österreich auch erfolgreich ist, sage American Football, Jiu-Jitsu, geht aber bis zu Wasserski, bekommen hier erstmals eine Förderung, dass auch diese breite Masse des Sportes gut bedient ist. Wichtig für uns natürlich die Infrastruktur. Welche Infrastrukturprojekte stehen an? Es steht an Saalfelden mit der Sanierung der Schanze. Es ist ein Gespräch mit der Ramsau geplant. Wir sind weiterhin dran, dass man in Villach unten den Komplex Biathlon und auch Eishalle in Angriff nehmen. Wir haben jetzt das Bundesleistungszentrum in Klagenfurt fertiggestellt. Also es gibt eine Reihe von Infrastrukturmaßnahmen, die in der nächsten Zeit anfallen werden. So gesehen haben wir uns die Projekte aus den Strategiegruppen herausgenommen und genau eingeleitet, wo wir bereits schnell handeln konnten. Die anderen Clustergruppen sind in Arbeit und werden im Laufe dieses Jahres bereits mit den ersten Schwerpunkten versehen werden. Vielen Dank, Philipp Trattner. Im Breitensport geht es um Schulsport, Breitensport und Gesundheitssport. Christian Günther setzt mit seinem Team innerhalb der Sektion Maßnahmen um. Welche Maßnahmen sind das nun, die Kinder und Erwachsene zu mehr Bewegung motivieren sollen? Also es wird ja alles zusammengefasst unter dem Begriff "Mach den ersten Schritt". Aber was sind jetzt nun die Meilensteine, die es gilt zu erreichen? Ja, danke und auch einen schönen guten Morgen aus dem Breitensport. Ja, also der Herr kleine Probleme offenbar, Freeze Frame, wie man so schön sagt. Kurz mal gestockt. Ganz allerdings, genau. Was ist geschehen? Vizekanzler Heinz-Christian Strache, der ist ja auch noch Sportminister. Ja. Und deswegen gibt er einen kleinen Ausblick auf die Maßnahmen, die 2019 eben für den Sport gesetzt werden. Und alle, wie sie da stehen, reden natürlich drüber. Gell? Jeder genau. Muss mal zum Wort kommen. Ja, und er sagt natürlich, es muss viel aufgearbeitet werden von den letzten Jahren oder Jahrzehnten, was da oft brach gelegen ist in
seinem Ressort, das er jetzt eben frisch übernommen hat, auch als Vizekanzler und Sportminister. Und da muss einiges getan werden, auch 2019. Und die Maßnahmen 2019 werden eben jetzt in dieser Pressekonferenz gerade besprochen. Ganz recht. Und somit schalten wir auch jetzt wieder hinein in diese Pressekonferenz. Die technischen Probleme sind behoben und man ist wieder aufgetaut. Machen und sehen, ob wir mehr Österreicherinnen und Österreicher zu bewegen gebracht haben. Das eine Projekt ist eben Kindergesund bewegen 2.0, nennen wir das nun. Wir haben nämlich eine Optimierungsvariante ins Leben gerufen, um es auch finanziell zu stemmen. Der Herr Sportminister hat es vorher angesprochen, es erfordert natürlich sehr viel Geld. Wir haben den Fokus gelegt auf Kindergarten und Volksschule. Das heißt, aus den beiden Projekten, die vorher Kindergesund bewegen und die tägliche Bewegungs- und Sporteinheit wurde zusammengelegt, optimiert, best of both worlds, wenn man das so nennen kann, und haben halt das Ziel, bis zum Ende der Legislaturperiode zumindest im Bereich Kindergarten, Volksschule auf einen 100% oder 90% Abdeckungsgrad zu kommen. Das erfordert derzeit, also wir haben derzeit ein Finanzierungsvolumen pro Jahr von knapp 7 Millionen Euro. Wir werden das entsprechend den vorhandenen budgetären Mitteln dann steigern. Ein Vollausbau, wie er ursprünglich angedacht war, noch unter der alten Bundesregierung, das heißt eine Ausrollung auf die Sekundarstufe 1, auf den Pflichtschulbereich, würde dann ein Finanzierungsvolumen von 40 bis 50 Millionen und wenn man weitergeht, 60 Millionen Euro pro Jahr erfordern. Also ein doch erklecklicher Betrag, den das Sportministerium alleine sicherlich nicht stemmen kann. Das heißt, wir brauchen Unterstützung im Gesundheitsbereich, Unterstützung vom Bildungsbereich. Kinder gesund bewegen, ist jetzt quasi in zwei Modelle geteilt. Die Schulen können sich aussuchen, ein sogenanntes Fixmodell oder ein Flexmodell, also sehr, sehr variabel. Es wird eingegangen auf die Gegebenheiten vor Ort, das heißt im Rahmen des Schulforums kann abgestimmt werden. Also es bestehen alle Möglichkeiten für Kindergarten und Volksschule, hier das für sich maßgeschneiderte System zu finden. Wir haben insgesamt rund 2500 Bewegungscoaches in Arbeit, quasi, die draußen unterwegs sind und diese Bewegungseinheiten durchführen. Geplant sind, dass wir quasi im laufenden Jahr ca. 150.000 bis 155.000 Bewegungseinheiten österreichweit durchführen. Das wäre dieser Bereich Schule, dieser Bereich Kinder gesund bewegen. Der zweite Bereich ist, macht den ersten Schritt. Macht den ersten Schritt, ist eine Bewegungsinitiative, die auch ausgehend von dieser Studie möglichst als Dachmarke verstanden wird. Das heißt, viele Bewegungsinitiativen, die in Österreich quasi schon funktionieren, die gut laufen. Es gibt nämlich sehr viele Bewegungsinitiativen von den Ländern, also ich habe das von den Mitarbeitern erheben lassen, von den Ländern werden quasi 5 bis 10 pro Bundesland, je nachdem, Bewegungsinitiativen finanziert, die relativ alle das Gleiche machen. Die Krux daran ist, dass man relativ das nicht kennt. Das heißt, macht den ersten Schritt, wird auch eine Aufgabe sein, diese Bewegungsinitiativen mit der Dachmarke bekannt zu machen. Das Sportministerium wird dazu einen Meilenstein im Herbst setzen. Wir sind mit den Sportdachverbänden und den 15.000 verbundenen Vereinen in Verhandlung, dass wir für den Herbst ein Bewegungsprogramm auf die Beine stellen, ein gratis Bewegungsprogramm für Einsteiger oder Wiedereinsteiger, die für ein Semester gratis dieses Bewegungsprogramm in Anspruch nehmen können. Das heißt, wir wollen über diese Aktion Leute motivieren, Bewegungsferne, die Sportaffinen, die haben wir sowieso, wenn ich das salopp ausdrücken darf, die Bewegungsfernen zu bewegen zu bringen. Da sind wir gerade in Verhandlung mit den Sportdachverbänden, das sieht gut aus, wir werden budgetär mit ca. 1 Million Euro beginnen für ein Jahr und entsprechend den budgetären Vorgaben bzw. Möglichkeiten das dann natürlich steigern. Ziel ist es, dass wir am Ende der Legislaturperiode mehr als 50% der Österreicher zur Bewegung gebracht haben, die mehr als diese 150 Minuten pro Woche, die von der WHO gefordert werden, dann erfüllen können auch. Vielen Dank, Christian Günther. Darf ich, nachdem ein bisschen zu gedrängt hier steht, darf ich vielleicht vorerst einmal die beiden Herren vom Ministerium bitten, sich kurz hinzusetzen und dann, wenn es um die Fragen geht, einfach darf ich sie noch einmal auf die Bühne holen. Vielen Dank. So ist, glaube ich, ein bisschen gemütlich. Aber ich wollte dann einmal alle Herren und die Dame vorstellen, damit das einmal am Bild ist. Herr Sportminister, mit Christina Todt und Werner Kuhn haben zwei für den Spitzensport wichtige Institutionen eine neue Führungsspitze. Beginnen wir mit dem Institut für medizinische und sportwissenschaftliche Betreuung, mit dem IMSB. Welche Funktion, Herr Sportminister, hat das IMSB mit für die Umsetzung der Sportstrategie Austria? Ja, ein wesentlicher Bereich, denn ich sage, ohne seriöse wissenschaftliche
Betreuung ist eben nachhaltiger Leistungs- und Spitzensport ja nicht möglich. Und so gesehen kommt da natürlich eine große Aufgabe auch zu, wenn es darum geht, dass wir da eben auf internationalem Niveau auch mithalten können. Und ich sage, die Analyse des Status Quo hat ergeben, dass der österreichische Leistungs- und Spitzensport noch zu wenig auf das wissenschaftliche Know-how zurückgreift und diese Betreuung flächendeckend sozusagen auf dem höchsten Niveau zu gewährleisten, das ist sozusagen die Herausforderung. Und der neue Vorstand ist damit beauftragt, das eben auch sicherzustellen und ein österreichweites wissenschaftliches Verbundsystem aufzubauen. Und das Hauptziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen den wissenschaftlichen Institutionen bundesweit zu intensivieren und eben das Know-how auch zu systematisieren. Und da ist die Frau Dott mit dem Wolfgang Gotschke und mit dem Vorstand, der eben da den Bereich der Finanzen auch übernommen hat, da ist er, der Herr Gotschke und der Walter Hable, der Vorstand für Sportwissenschaft, da ist dieser Dreiervorstand dafür beauftragt und das ist eine ganz, ganz wichtige und wesentliche Aufgabe. Ja. Vielen Dank. Christina Dodt, Sie sind Rechtsanwältin und im IMSB nicht nur die Vorstandsvorsitzende, sondern auch für die Themen Compliance und Anti-Doping zuständig. In den kommenden Tagen wird dann der Endbericht der Prüfungskommission freigegeben. Können Sie uns bereits erste Ergebnisse dieses Endberichts schon erzählen? Ja, schönen Morgen auch von meiner Seite. Ich muss natürlich vorausschicken, dass wir, was die Aufarbeitung der Vergangenheit betrifft, uns da in einem laufenden Prozess befinden. Wie bekannt ist, laufen wir aktuell auch arbeitsgerichtliche Verfahren im Zusammenhang mit den Entlassungen von Herrn Professor Holthaus und seinem Sohn. Es haben in den vergangenen Monaten intensive Untersuchungen stattgefunden. Also wir haben eine Prüfkommission eingerichtet, die zunächst ein bisschen behindert wurde bei ihren Arbeiten. Es sind nicht alle Informationen herausgegeben worden. Es hat relativ wenig Dokumentation gegeben. Es ist aber dann schlussendlich der Prüfkommission doch gelungen, da eine gute Übersicht zu schaffen. Und zwar insbesondere, was die finanzielle Gebarung im IMSB betrifft. Um da die Ergebnisse im Detail darstellen zu können, muss ich ein bisschen ausholen. Das IMSB ist 1982 am Standort Südstadt eingerichtet worden als ein gemeinnütziger Verein mit dem Schwerpunkt Leistungs- und Spitzensport, sportwissenschaftlich und sportmedizinisch zu betreuen. Es ist ein gemeinnütziger Verein, der zu 100% aus Bundessportfördermitteln finanziert wurde. Man hat dann 1999 beschlossen, diese Leistungen auch auszuweiten auf den Gesundheits- und Breitensport, hat aber, wie das durchaus üblich ist im Sport, das, um den Gemeinnützigkeitsstatus nicht zu verlieren, das in Form einer GmbH gemacht, also eine Tochter GmbH eingerichtet, die IMSB Consult GmbH, deren Gewinne dann wieder statutengemäß dem Verein zuzuführen gewesen wären, um halt dort auch wieder den gemeinnützigen Zweck erfüllen zu können. Und das ist eines der zentralen Ergebnisse dieses Prüfverfahrens, dass das nämlich genau so nicht passiert ist. Ja. Das sind nie Gewinne in den Verein zurückgeflossen, im Gegenteil, und das ist das Problematische, es sind viel mehr Fördergelder zweckentfremdet in der GmbH verwendet worden. Das ist so eines der zentralen Ergebnisse. Ja. Und haben sich diese Turbulenzen ausgewirkt auf das Image des IMSB? Haben Sie da die Erfahrung gemacht oder steht das felsenfest? Naja, wir haben ja, also alles Schlechte hat auch etwas Gutes, muss ich sagen. Und wir als neuer Dreiervorstand sind ja da jetzt auch beauftragt worden, vom Sportminister den Standort Südstadt wieder auf solide Beine zu stellen und auch die sportwissenschaftliche und sportmedizinische Betreuung wieder auf ein neues Level zu bringen. Wir sind Anfang März bestellt worden und unser Hauptauftrag ist es, in Abstimmung mit dem Ministerium am Standort Südstadt so ein Bundesinstitut für Leistungs- und sportwissenschaftliche Betreuung aufzubauen, beziehungsweise den Standort Südstadt wieder intensiver auszubauen. Der Name IMSB wird nach und nach verschwinden. Wir werden dieses Bundesinstitut unter dem Namen Leistungssport ausführen. Zum einen ist es unser Auftrag, den Standort selber wieder zu einem State-of-the-Art Betreuungszentrum auszubauen. Was bedeutet das? Einerseits
Revitalisierung der Gerätschaften. Da ist relativ viel in der Vergangenheit hat es da relativ viele Versäumnisse gegeben.